Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zum Fishing Simulator. Und heute haben wir ja eine neue Version, und zwar die Phase 3, kann man diesbezüglich sagen. Ja, Update 3.0. Und das hat sich ein bisschen was geändert. Wir befinden uns natürlich immer noch auf dem gleichen Areal. Das kennt man ja schon mittlerweile. Aber man kann die jetzt so ein bisschen weiter ja, durchlaufen, durch ja, warten. Und was seht ihr hier? Ja, es gibt eine Ego-Perspektive. Die kann man natürlich auch beim Angeln benutzen. Gut, dann rennen wir mal ein Stück nach hinten. Und da kann ich euch ja noch sagen, dass es jetzt auch neue Fische gibt. Und zwar gibt es jetzt immer noch nur Karpfen, aber 9 verschiedene Versionen oder Versionen. Und ja, die kann ich ja mal kurz einblenden, dass ihr dann seht, dann Spiegelkarpfen etc., was es da alles noch so gibt. Und ich muss sagen, es sieht schön aus. Die Wasseroberfläche wurde auch noch mal ein bisschen bearbeitet, gefällt mir aber immer noch nicht so hundertprozentig. Und im Wasser, ihr seht es schon, findet man mehr Geröll, also hier ein paar Blumen und ja, Äste, Stöcker etc., die das Angeln so ein bisschen, ja, erschweren. Des Weiteren hat man die Anzahl großer Fische ein bisschen, ja, minimiert. Das bedeutet, an gewissen Stellen, an solcher natürlich nicht, an Futterstellen, sind mehr und größere Fische zu finden als hier überall woanders, ne? Man hat ja sonst ja eine Großzahl an Fische ja in der gleichen Größe mal gefunden oder erangelt, und jetzt kann man ja unterschiedlich große Fische bekommen. Dann werden wir gleich mal hier zur Futterstelle gehen. Das Teil kann ich leider noch nicht nehmen, aber wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ein Angler würde sich natürlich hier nicht so freuen, wenn er hier vorne die komischen Blumen hat. Aber ich möchte beide behaupten, dass man das ein bisschen bearbeitet hat hier. Die... ja. Bumm. Ja, ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Holen wir mal die Angel ein. Aber dann können wir gleich nochmal gucken. Wir gehen mal in die Third Person. Ihr seht jetzt die Sehne, ne? Die hat man auch ein bisschen überarbeitet, ein bisschen transparenter gemacht. Uiuiui, das war aber sehr, sehr weit. Das heißt aber noch nicht, dass das Final ist, ja? Genauso der Bügel, den man hier vorne an der Angel hat, den hat man auch noch ein bisschen bearbeitet. Und deswegen ist man immer noch am Tun und Machen. Also Feedback wollen die Hersteller natürlich immer haben. Ich mache jetzt einfach nur mal so ein kleines Vorstellungsvideo und gucken mal, ob wir hier irgendwas angeln. Oh, nee, fast. Naja, aber wir probieren es weiter. Des Weiteren, ja, Farben an den Fischen, ganz normal bei den ganzen Karpfen. Meine Fresse, ich bin auch wirklich dämlich. Farbe, Form und die ganze Darstellung wurde auf jeden Fall bearbeitet, ne? Und gucken wir mal, ob wir jetzt mal einen Fisch fangen. Weil, hey, 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 hinter mir ist aber ein bisschen was los hier. Oh, ja, habt ihr gesehen, ja? Animation der Fische, die hier hochspringen, wird natürlich auch noch gezeigt. Und ich bin zu dämlich, die Angel, die Rute, so weit wie möglich wegzuhauen. Naja, aber, naja, gucken wir mal, ne? Weil es gibt ja noch ein Feature, was ich euch zeigen möchte. Aber da muss ich erstmal einen Fisch kriegen. Ah, das sieht doch viel, viel besser aus. Und jetzt gehen wir mal in die Third-Person-Ansicht. Es wird immer noch nicht animiert, wenn der Fisch jetzt hier rauskommt. Wir gucken jetzt einfach mal, bis einer kommt. So lange dauert es ja zum Glück nicht, dass man hier eine halbe Stunde oder Stunde rumdümpeln muss. Aber ihr seht schon überall, wie die Fische so hoch und runter springen. Und ich habe jetzt, glaube ich, was an der Angel, weil es bewegt sich ja was, ne? Oder? Bewegt sich da nichts? Ihr seht schon, das Wasser, so toll finde ich es bis jetzt noch nicht, wie das jetzt von links nach rechts rüber geht. Hat man zwar auch überarbeitet, ist aber alles noch nicht so hundertprozentig final. Also die sind kräftig am Arbeiten. Wir holen mal die Dings mal wieder ein, weil hier passiert nichts. Gehen wir mal wieder in die Außenansicht. Und dann geht man schön weit weg. Ja. Meine Güte! Sehr schlimm. Maximus kriegt nicht geschissen zu angeln. Und, ja, ja, ja. Ja, schön. Warten wir jetzt einfach mal, bis sie endlich mal einen Fisch anbeißt. Ich hoffe, dass sie denn die ganzen ja, Einstellungen auf Yards mal auch ändern für den europäischen Markt.
Also nicht jetzt auf dieses englische System, sondern auf dieses europäische mit Meter etc. und ja, Gewicht. Sondern mal schauen, bis hier was kommt. Man kann auch hinten links erkennen, die ja, Landschaft ist noch nicht voll vollendet mit den ganzen Texturen. Wirkt noch nicht so schön. Bisschen ranziehen. Oh, nicht so doll. Ich werde mal die Angel ein bisschen tiefer setzen. Es ist ein bisschen schwerer geworden, jetzt hier einen Fisch zu fangen. Ja? Also ist nicht so einfach. Oh, man hört das jetzt schön. Das war jetzt auf der rechten Seite, ist ein Fisch niedergekommen. Und oben fliegt ein Flugzeug, der macht natürlich Krach. Vielleicht sollt ihr auch ein bisschen ruhig sein, dass die Fische nicht merken, dass hier jemand ist und hier Krach macht. Pass auf, wir machen was anderes. Oh, oh, ich hab einen! Ich hab einen! Oh, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ah. Es wäre auf jeden Fall noch interessant, wenn man hier so eine Kamera drin hätte. Oben rechts vielleicht. Oder links. Dass man sieht, wie der Fisch kämpft. Ah. Wir gehen mal in die Einsicht. Und da kann man besser die Angel auch beobachten. Und. Oh, der scheint ein bisschen größer zu sein. Und ja, wie die Angel sich verhält und etc. soll man mitbekommen. In gewissen Maßen, ob es ein großer Fisch ist oder ein kleiner. Ja. Darin arbeiten sie aber auf jeden Fall. Ah, der versucht aber hier kräftig gegenzuhalten, ne? Und hier vorne springen sie auch noch rum. Ob ich gleich zwei fangen kann? Wäre auf jeden Fall interessant, wenn man dann mit dem Kescher noch arbeiten kann, im Multiplayer zusammen. Dass der eine dann den Kescher holt. Oh, ich krieg den nicht ran. Es ist aber auch schwer. Oh. Ja, langsam, 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 langsam. Und ich hab ihn. Und da habe ich meinen Fisch. Und das ist das Neue. Man hat jetzt ein Leaderboard, also eine Bestenliste. Und dann kann man sich dann quasi alles anzeigen lassen von seinen Leuten, wer dann halt besser ist. Hier seht ihr schon, ich bin Maximus und habe in der Welt, ich habe ja noch keine Freunde, die dieses Spiel haben. Das wird wahrscheinlich auch alles generiert von, ja, Steam. Und ich bin auf Platz 177. Also, ich habe doch einen schönen Karpfen gefangen. Und da könnt ihr euch gerne mal in den Kommentaren mal reinschreiben, was es für ein Fisch ist, weil Maximus hat nicht so viel Ahnung. Ich weiß, dass es ein Karpfen ist, weil es auch nur Karpfen gibt. Und ja, mit den Worten möchte ich mich eigentlich verabschieden. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.